Baltikum haben wir nach alternativer Kultur gesucht und in den alten Ruinen aus der Sowjetzeit gestöbert. Dabei entdeckten wir einige schräge Orte, aber das wirklich seltsamste Erlebnis war eine Nacht in einem ehemaligen Militärgefängnis in Lettland. Unsere Reise ging von Hattingen über Polen, durch das russische Kaliningrad, durch Litauen, Lettland und Estland, über St. Petersburg bis nach Turku in Finnland, komplett auf dem Landweg. Unterwegs lernten wir einige Menschen kennen, deren Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft eine echte Bereicherung war. Die letzte Station auf dem Rückweg sollte das Motorradreisetreffen in Gieboldehausen sein. Aber zwei Pannen auf dem Weg hätten unsere Pläne beinahe zum Scheitern gebracht. Aber nur beinahe.